Hey yo Leute, es geht wieder los. Eine neue Folge Terraria PlayStation 4. Wie ihr sehen könnt, habe ich inzwischen auch nochmal einen privaten Spielstand gemacht, wo ich jetzt so ein paar Minuten investiert habe, um mich nochmal ein bisschen mehr ins Spiel reinzufinden, damit es nicht ganz so noobig daherkommt, wenn ich hier meine Aufnahme weitermache. Wir springen jetzt trotzdem schön in unsere Aufnahmenwelt, wo ich meinen Dulli-Charakter habe und quasi noch nichts. Aber zumindest habe ich jetzt schon ein bisschen Erfahrung sammeln können und hier wollte ich eigentlich nicht spawnen. Das ist aber gut zu wissen. Moment. Dann bauen wir nämlich einfach noch ein bisschen an. Wie machen wir das am besten? Moment. So, da muss ich mir nämlich keinen Kopf machen, wenn es mich zerlegt. Dann starte ich trotzdem innerhalb meines Hauses. Und bin, was das angeht, safe. Gut, das hätten wir abgehakt. Jetzt gehen wir trotzdem einmal darüber. Ich brauche nämlich noch ein bisschen Holz. Ich habe mich nämlich jetzt entschlossen, lieber doch mal zumindest die Holzrüstung zusammenzubasteln. Denn ich bin jetzt in der anderen Session, wo ich privat spiele, einfach so just for fun, bin ich dermaßen oft verreckt und es war einerseits völlig übermächtige Gegner, die ich einfach nicht hab kommen sehen oder die mich völlig überrascht haben, wie mega viel Power die dann hatten, und andererseits leider Fallen. Gerade dieser beschissene Stein, der von oben runterkommt, da könnte ich kotzen, ey, ohne Scheiß. Deswegen werde ich versuchen, mega vorsichtig im Untergrund unterwegs zu sein und, oh nein, oh Gott, oh nein. Ja, so viel zu, achte auf die Häschen. Muss ich das jetzt zensieren? Liebe Peter, es war keine Absicht. So. Das wäre das. Ich habe doch bestimmt hier die Eicheln. Zack. Da und da und da und hier und sowieso. Und hast du nicht gesehen und überhaupt. Und egal. Egal. So, dann haben wir hier noch was Schönes gesehen. Ihr seht schon, ich habe gesagt, ich will mir eine Rüstung machen und das erste, was ich tue, ist wieder irgendwas abbauen, weil man sich einfach so schnell ablenken lässt hier. Gut, das war das. Um meiner Paranoia entgegenzuwirken, machen wir jetzt hier einmal zu. Puff. Und oh. Moment. Soll ich erst die Rüstung machen? Nein, komm, so lange überleben wir. Fackeln habe ich noch, jawolski. Oh, hier ist direkt eine Höhle. So, Moment. Erstmal hier, so, so. Nicht runterfallen. Nein, das. Ich will nur kurz an das Kupfer da drüben und dann verpisse ich mich direkt wieder. Nein, wir machen erst die Rüstung. Das ist Hardcore-Mode, ich habe nur einen Versuch und ich will die Aufnahme nicht wieder nach zwei Folgen beenden müssen. Da, komm her. Und platsch. So. Hüpf. Hüpf. Und jetzt machen wir jetzt erstmal die Rüstung. Dann fühle ich mich nicht wirklich sicherer, aber ich tue so. Guck mal, wie toll ich jetzt inzwischen mit dem Menü navigieren kann. Ist das nicht beeindruckend? So. Wo haben wir es hin? Da haben wir es hin. Moment, da muss ich echt nochmal gucken. Genau, da und da. Jetzt haben wir eine Rüstung an und fühlen uns gut. Oh, ein Eichhörnchen. Du wirst jetzt hier eingebaut, dann bist du. Dann verhungerst du zwar, aber du bist sicher vor Monstern. So. Bin ich nicht gut? Voll der Tierfreund. Also,
Ich weiß noch nicht, was ich mir als Ziel stecken soll. Ich glaube, die letzten Hardcore-Sessions, ich habe mir die jetzt nicht nochmal angeguckt, weil ich meine eigene Fails nicht ertragen kann. Ich habe es, glaube ich, nie geschafft, einen Boss zu besiegen. Geschweige denn, bis zu einem Boss zu kommen, weil ich immer in irgendeiner Scheiße gestorben bin. Ich glaube, es waren auch wirklich immer Fallen, oder? Wie viele Hardcore-Sessions habe ich denn gemacht? Habe ich schon mehrere? Also eine auf jeden Fall, da wurde ich von einem Stein ersteint. Und ansonsten, ich muss nochmal nachgucken. Jetzt auf jeden Fall wäre es doch zum Beispiel mal ein Ziel, zu sagen, ich krieg einen Boss hin. So. Der Weg ist frei. Da oben schleimt es ganz schön, aber das ist jetzt einfach mal... Stört uns jetzt erstmal nicht weiter, bis sie runterkommen, dann heul ich rum. Das Schlimme ist, wenn man da auf mehreren Welten spielt, mit mehreren Charakteren, und hat dann mit einem halt schon den ganzen geilen Stuff. Ich habe halt jetzt schon diesen Spiegel, der einen zurück zum Haus teleportiert und so weiter. Das habe ich hier alles nicht und das ist halt traurig. Schleimi! Ich wollte eigentlich die Erde nicht abbauen, aber mit der Spitzhacke bist du momentan ein bisschen besser bedient bei den ganzen Schleimis. Gut. Mal kurz die Truhe öffnen. Wir machen direkt mal hier noch die zweite. Das ist nicht die Truhe, das ist ein Stern, aber gut, dass ich es erkannt habe. Diese Truhe. Die stellen wir hier in die Ecke. Und jetzt nehmen wir die für Schrott, also Dinge, die wir jetzt nicht so unbedingt brauchen, zum Bleistift, Dreckblock. Wobei der sogar eigentlich in den Müll kann, aber wir lassen es einfach mal. Den packe ich jetzt auch erstmal hier rein, da habe ich jetzt gerade keine Verwendung für. Die Sternschnuppe, naja, da, da, da. Das kann da rein. Pilz behalte ich mal. Eisenerz hier runter, okay. Jetzt gehen wir an die Truhe, da sollen unsere Schätze rein, das heißt... Flasche kann raus, das kann raus, das kann raus. Der Trank kann mal drin bleiben, du kommst rein. Ne, wisst ihr was, wir nehmen den Pilz raus. Und behalten den Heiltrank. Wir nehmen das raus und nehmen dafür den Bumerang mit. Der ist nämlich auch besser als unser Schwert. Und die Erze, die verarbeite ich erst noch. Und dann kommt das weg, das weg. Das wollte ich weg. Und die Flaschen. So. Gut. Boah, wie organisiert ich auf einmal bin. Das, wow, Wahnsinn. Genau, wir wollten Erze herstellen. Barren. So, das doch schon mal herzlich wenig. Das war die falsche Truhe. Die wollte ich. Gold, 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 ja, Eisen, du, das und das. So, gut. Es wird dunkel. Ich habe noch ein paar Fackeln. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder hier in unsere gebastelte Mine. Die, wie ich inzwischen finde, ziemlich ineffizient gebaut ist. Und ich habe einfach das Silbererz liegen lassen beim letzten Mal. Was ist da denn geschehen? Okay. Machen wir hier mal Licht. Einfach zur Sicherheit. Da ist... Was ist das? Da ist noch ein Erz, oder? Das heißt Stein. Ich erkenne es gerade nicht. Ich glaube, es ist Stein. Nein, es ist ein Erz. Ich habe mich ja auch selbst voll beschissen bei meinem anderen Spielstand, weil ich habe da eine Silberspitzhacke gemacht und dachte, geil, jetzt kannst du schön Dämonit-Erz abbauen. Und das Spiel hat gesagt, nö, du brauchst dafür Gold.
Komme ich hier wieder raus? Das gefällt mir nicht. Ich will mir kein Loch graben, wo ich nicht wieder rauskomme. Deswegen erstmal einen Turm mit einer Platte. Dann machen wir das weg, wo ich mir den Kopf stoße. Ja. So können wir es lassen. Beim anderen Spielstand grabe ich mich inzwischen auch senkrecht nach unten, aber das ist mir hier einfach ein bisschen zu heikel. So. Ich habe übrigens auch festgestellt, ich habe in der letzten Aufnahme darüber gesprochen, dass ihr viel besser und viel mehr sehen könnt als ich auf dem Fernseher. Ich glaube aber tatsächlich, dass das nur in dem Vorschaubild von meinem Elgato, also von meinem Aufnahmegerät ist. Denn in der Aufnahme letztendlich, die ich dann bearbeitet und hochgeladen habe, konnte man dann wieder nicht so viel sehen. Also ich versuche wirklich immer so auszuleuchten, dass ihr alles erkennen könnt, was passiert, dass ihr auch euren Spaß habt. Ich habe jetzt auch, nachdem ich angefangen habe, hier die neue Aufnahme zu machen, habe ich mal noch so ein paar ältere Terraria-Videos angeguckt von verschiedenen Leuten. Und da ist mir auch aufgefallen, dass da wirklich sehr oft dann einfach alles im Schwarz ersäuft und man als Zuschauer überhaupt nicht blickt, was da passiert. Und das ist ja dann auch nicht schön, da denkt man sich dann auch so, ja toll, warum soll ich jetzt hier einfach so ein Schwarzbildschirm gucken, wo einer labert? Es tut mir auch leid, falls ich für manche von euch jetzt irgendwie zu defensiv oder zu vorsichtig spiele, aber es ist halt echt so, dass meine letzten Hardcore-Sessions oder meine letzte Hardcore-Session, ich weiß nicht mehr sicher, wie viel es gab, die waren mir fast ein bisschen schnell zu Ende und es macht mir eigentlich gerade echt Spaß, Terraria aufzunehmen, weil es eigentlich recht entspannt ist, außer man ist so ein Schisser wie ich. Und ich will halt nicht, dass es in wenigen Folgen zu Ende geht. Oh oh, ein Angreifer. Na komm, nochmal, wende dich draus. Er hat wohl genug. Oder ich habe ihn getötet, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ist es da unten ein Gewölbe? Da ist er. Ha! Ein Gewölbe mit einer Truhe oder sieht das gerade nur so aus? Moment, das muss ich mal eben verifizieren. Nichts, wo ich die Fackel festmachen könnte. Augenblick. Nee, da ist keine Truhe. Aber da ist so ein blödes Minensystem und die sind nicht zu unterschätzen. Je nachdem, in welchem Biom man gerade unterwegs ist und je nachdem, wie tief man gegraben hat und so weiter. Aber letztes Mal habe ich da auch gut auf die Fresse bekommen. Deswegen versuche ich mich mal so ein bisschen parallel zu bewegen. Mehr Erz. Ist das über mir Erz? Ne, ist auch Stein. Und eine Höhle. Mal lieber den Boden abbauen, falls irgendwo eine Druckplatte ist. So, da gibt's noch Erz da vorne, das ist schon mal gut.
Meine Ziele jetzt fürs Crafting sind erstmal eine bessere Rüstung, eine bessere Waffe und eine Goldspitzhacke herzustellen. Dann bin ich nämlich auch besser ausgerüstet.